Hi Leute, Malzbier ist wieder da. Weiter geht's in unserem schönen Tutorial. Wir sind ja letztes Mal so weit gekommen, dass unser Schiffchen eine schöne Animation macht und ein bisschen Feuer rausbringt. Und da wollte ich mal kurz auf noch was eingehen. Und zwar haben wir ja in unserem Code einmal die Animationskomponente zugewiesen, aber sie dann per Code selber geholt, ne? Wir haben also in unserem Körper nach der Komponente Animator gesucht und sie ja quasi einer Variable zugewiesen. Für den Partikelstrahl, für den Antrieb, haben wir das aber anders gemacht. Da hatten wir einfach eine Public-Variable gebildet mit dem Typ Partikelsystem und haben die dann im Inspektor hier, wo ist es, da eingefügt. Stellt sich die Frage, warum habe ich das nicht auch einfach gesucht? Hätte ich machen können. Ich weiß ja, dass er hier ein Child von Ship ist und dort ist das Partikelsystem drin. Ich hätte also genauso gut auch Get Component in Children machen können. Gibt es den Befehl? Habe ich aber nicht gemacht, weil ich nicht weiß, ob ich nicht vielleicht mehrere Children habe mit mehreren Partikelstrahlen. Ja, und dann ist es immer schwierig zu definieren, welches möchte ich denn gern haben. Deswegen habe ich diesen einfachen Weg gemacht. Ich hätte aber auch den Animator public setzen können und hätte diese Komponente einfach einfügen können. Es gibt beide Wege funktionieren. Das, was nur einmal da ist, kann ich direkt im Code viel besser eigentlich bestücken. Ich kann aber genauso gut eine Public-Variable erzeugen und es da reinlegen. Okay, soweit, so gut. Heute wollen wir uns mal so ein bisschen darum kümmern, dass auch was entgegenkommt, dass wir nicht nur so sinnlos im Weltraum rumfliegen. Und da habe ich ja mal Kleinigkeiten vorbereitet. Ich habe einige Grafiken vorher erzeugt. Und zwar sind das Asteroiden. Ja, das ist, wenn ich jetzt mal hier durchfahre, seht ihr, das ist ein drehendes Teil. Habe ich in Cinema gemacht, wie ich auch mit dem Schiff gearbeitet habe. Und davon gibt es zwei verschiedene Typen. Einen etwas dunkleren, einen etwas helleren. So. Und es gibt auch Explosionen, habe ich erzeugt. Ja, und hier ist noch eine. So sehen die aus. Und die erzeuge ich jetzt, davon erzeuge ich jetzt Körper und das mache ich heute mal ein bisschen einfacher. Ich brauche jetzt nicht mehr, das sind ja viel zu viele Sachen, die möchte ich nicht alle per Hand einfügen. Die packe ich mir alle, lasse die hier reinfallen. Und jetzt fragt er mich nach einer neuen Animation. Denn immer wenn mehrere von diesen Sprites zusammen dahin gefügt werden, erkennt er schon, Mensch, das ist so eine Animation. Gib mir mal einen Namen. Jo, dann nenne ich das mal Asteroid 1. Ja, so nenne ich die Animation. Dort ist er erzeugt. Und ich habe auch gleich hier schon einen Animator wieder erzeugt kriegt. Und den letzten, dummerweise, den letzten hat er mir eingefügt. Als Name. Das ist aber egal. Dann nenne ich auch Asteroid 1 um. Und der ist jetzt hier. Wenn ich jetzt starte, ich brauche nichts weiter machen, seht ihr, das Ding dreht sich von ganz allein. Ja. Ja, das ist doch schon mal eine tolle Sache. Im Endeffekt ist jetzt ein Körper entstanden, der von ganz alleine sich dreht, nichts weiter kann. Ne? Er hat keinen Collider und nichts und bewegt sich auch nicht. Aber so schnell kann man eine Animation quasi, eine Verlaufsanimation, die immer sich wieder abläuft, einbauen. Er macht da automatisch einen Loop draus. Irgendwo, hier gibt es einen Loop Time. Wenn ich dieses Ding rausmache, dann loopt er nicht. Aber hier loopt er schön. So, was machen wir jetzt noch? Der Asteroid soll auch mal mit meinem Raumschiff irgendwie in Kontakt treten. Also braucht er einen Collider. Und da bietet sich an, einen Circle Collider zu nehmen. Ne, das ist ja hier so ein Körperchen. Und das ist der Collider. Der wird von vornherein auf so einen Radius gebracht, weil dieses ganze Sprite-Sheet halt so groß ist. Machen wir mal kleiner, so dass der hier das Ding ungefähr ausfüllt. Ne? Wenn ich jetzt mal starte, seht ihr, es ist nicht immer ganz genau. Ich habe jetzt hier keinen Körpergleiter und der verändert sich ja auch nicht in seiner Form. Aber so ist doch ganz cool. Ob der jetzt Millimeter weiter vorne trifft oder nicht, juckt doch gar nicht. So, der Collider ist drin. Schalten wir auch auf Trigger. Wir triggern ja immer nur. Jo, was braucht der noch? Ich möchte dem Asteroid quasi
eine Einstellung geben, dass er nicht immer gleich groß ist und sich nicht immer gleich schnell dreht. Das soll so zufällig geschehen. Also momentan ist ja nur dieser Asteroid in der Szene drin. Ich möchte die aber instanzieren. Also lang, nach und nach über ein Skript entstehen lassen und dass die dann nach runterfallen. Also gebe ich ihm einfach mal ein feines Skript. Gehe ich in meinen Skriptordner, sage Skript, C-Sharp und nenne den ich schreibe mal wieder was zurück. Asteroid. Ja, das ist mein Skript. Das wollen wir mal öffnen. So, da ist es drin. Und hier mache ich jetzt eigentlich gar nicht so viel. Ich möchte halt die Drehgeschwindigkeit ändern. Das kann ich über den Animator machen. Und ich möchte die Größe etwas verändern. Also brauche ich doch jetzt wieder eine Variable für den Animator, die ich bilden will. Das sage ich halt wieder private Animator annehmen. Das hat sich bewährt. Sonst brauche ich keine. Jetzt gehe ich aber in der Awake. Hat man ja erklärt, Awake ist gut. Manchmal drückt er die Taste nicht. So. Und dort weiß ich wieder getComponent den Animator zu. So. Und jetzt mache ich in der Start. Denn nur dort brauche ich das. Anim. Und jetzt gibt es den Befehl Speed. Seht ihr, kommt als allererstes. Speed ist quasi meine Animationsgeschwindigkeit, wie schnell die Bilder ablaufen. Ja? Und da machen wir mal einen Zufallswert. Und das ist ein Befehl random für Zufall. Punkt Range. Zwischen zwei oder mehreren Werten möchte ich einen Bereich definiere ich jetzt, von wo der Zufall gehen soll, bis wohin. Und ich sag mal einfach 0,5 und ist mein unterer Wert und der obere Wert wäre 1,5. Nehmen wir mal einfach mal an. So, jetzt würde er also halb so schnell ablaufen oder nochmal 50% draufgeben. Ja. Größe möchte ich auch ändern. Da setze ich einfach mal eine Float-Variable direkt hier rein. Ich brauche die gar nicht deklarieren vorneweg, ich deklariere sie hier. Brauche sie auch nur ein einziges Mal. Nenne das Ding Größe und es wird auch wieder ein random Range. Und die Größe machen wir mal von 1.0 bis 1.3. Ja, 1.3 ist gut. Ja. Und dann müssen wir jetzt natürlich die Größe unserer Transform-Komponente zuweisen. Die weiß ja auch, wie groß ich bin. Somit ist unser Transform, und zwar die lokale Größe. Das könnte ja sein, dass unser Asteroid ein Unterobjekt wird von einem größeren System. Ja? Dann würde ich die Größe zwar ändern, aber nicht im lokalen System. Also ich möchte es angepasst haben an das Überobjekt. Und das ist dann einfach ein neuer Vektor 3. Denn wir haben ja in der Größe drei verschiedene, wie soll ich sagen, drei verschiedene Achsen. Ja? Y-Achse, X-Achse, Z-Achse. Und den gebe ich allen drei die Größe. Fertig. Das war's. Das ist mein Skript, was mir eine unterschiedliche Geschwindigkeit zufällig gewählt und eine unterschiedliche Größe erzeugt. Speichere ich. Lege es da drauf. Jetzt hat dieser Asteroid dieses Ding. Den verdoppel ich einfach mal und lege mal den zweiten daneben und starte mal. Und dann seht ihr schon. Der dreht sich relativ langsam, der dreht sich etwas schneller und ist etwas größer. Könnt ihr es sehen? Ich denke schon. So, das ist eine tolle Sache, das will ich haben. Gut, dann kann ich also eigentlich mal aus diesem einen Asteroid oder den, kommt ihr mal weg, nehmen wir den, erzeugen wir einen Präfab. Asteroid 1. So, jetzt haben wir ja noch einen Asteroid. Der Asteroid 2. Gleiches Spiel.
alle markiert, rübergeholt. Nenne ich jetzt Asteroid 2 annehmen. Ne? So, und hier hat er den 18er genommen, das war der erste, den ich angeklickt habe. Ist egal. Asteroid 2 umbenannt. Der liegt jetzt auf dem anderen. Das ist ein etwas hellerer, wie ihr seht. Hier unten könnt ihr es noch viel besser erkennen. Und auch er bekommt das Asteroid-Skript. Ja, und auch er bekommt einen Circle Collider, den ich natürlich etwas verkleinere. Und ich denke, den muss ich auch ein bisschen verschieben, weil der ist etwas asymmetrisch. Das ist da eigentlich, das ist dasselbe Ding, nur aus einer anderen Perspektive gefilmt und somit sieht es anders aus. Mal gucken, ob das hinhaut. Ja, so kann man es lassen. Okay, vielleicht ein kleines Stück zurück. Naja, ist egal, komm. Jo. Das wären zwei verschiedene Asteroiden, die unterschiedliche Sachen machen. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Gut, was machen wir noch? Ihr seht ja, die Asteroiden bleiben an Ort und Stelle stehen. Wir haben aber doch gesagt, wir wollen gerne mal die Kamera bewegen. Ganz kurz einen Brief aberzeugt. So, drin ist die Kamera. In der Kamera ist mein Schiff untergeordnet, ist der Rahmen untergeordnet und das ganze Ding will ich bewegen. Ich will gerne die Asteroiden nach unten bewegen, sondern ich bewege die Kamera nach oben. Das ist genauso geil und ich denke, das können wir auch mal so einstellen. Erzeugen wir uns ein neues Skript. Camera Move. So, dieses Skript hauen wir gleich auf die Kamera drauf. Dann öffnen wir es uns. Und was machen wir denn hier? Hier brauchen wir mal eine Variable für die Geschwindigkeit. Die machen wir mal public, damit wir sie wieder verarbeiten können in dem Inspektor. Und die nehmen wir mal Kamera Speed. Ja, und ich setze mal auf 10, ich weiß nicht. Mal sehen, ob 10 gut ist. So, und jetzt machen wir eine andere Sache. Wir machen ein Late Update. Die Kamera soll sich immer erst dann bewegen, wenn alle anderen in ihrem Update sich bewegt haben. Und bewegen tut sie sich auch wiederum um die Transform, Translate. Das ist ja eine Funktion innerhalb meines Transforms. Ja, eine vorgefertigte Funktion, die schön eine sachte Bewegung von einer alten Position in eine neue macht. Und wohin soll sie sich bewegen? Vektor 3 up, ne, hoch. Und auch hier nutzen wir wieder die time time.delta time und auch die, ach komm mal, auch das multiplizieren wir mit unserem Kameraspeed. Kamera Speed. Ihr könnt es mir nicht sagen, ne, warum ich manche Variablen nicht sehe. Es ist einfach verhext. Und das machen wir auch wieder im Space World. In der ganzen Welt. So, mal gucken, ob wir das jetzt richtig gemacht haben. Kamera Speed ist ja eigentlich das gleiche wie hier. Kamera Speed. Flupp. Nichts falsch gemacht. So, und passt mal auf. 10 war Sahne schnell. Machen wir mal 1. Jetzt fahren wir. Hier seht ihr, was wirklich passiert. Die Asteroiden stehen und die Kamera fährt. Ja. Aber in unserem Spielfeld, ich nehme mal den zweiten Asteroid und heb den mal an und schiebe mal da oben hin. In unserem Spielfeld hier unten, ich gehe mal auf Maximize, da könnt ihr sehen, was passiert. Es sieht genauso aus, als würde ich fliegen. Und der Asteroid fällt, oder ich fliege dem Asteroid entgegen. Das ist ja eine Sahnesache. Das ist schon mal nicht schlecht.
So, was machen wir noch? Der Asteroid selber, der ist jetzt natürlich immer da. Ja? Wenn ich jetzt mal, warte, ich gehe mal kurz auf, nicht meine, hier auf so. Das Raumschiff fliegt. Ja, das ganze System, die Kamera kann ich jetzt zeigen, haut ab und die Asteroiden bleiben da. Wenn ich jetzt neue entstehen lassen würde, es würden immer mehr werden in der Szene, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist blöd. Die müssen auch mal wieder sterben. Ja, wenn die außerhalb der Szene sind, brauche ich sie nicht mehr, die Objekte, sollen sie sterben. Und das ist eigentlich relativ einfach gemacht. Ich nutze einfach hier diesen unten, dupliziere mir den und nenne den Killzone. Ja, und verschiebe den ein Stück nach unten unterhalb der Kamera. Jetzt habe ich hier, da ist meine Killzone. Und auch damit er das erkennt, der Asteroid, dass dieses jetzt für mich wichtig ist, gebe ich dem einen schönen neuen Tag. Und den nenne ich auch Killzone. So, wo ist meine Killzone? Bekommt den Tag Killzone. So, jetzt würde er, der Asteroid, den quasi kollidieren und könnte den Tag abfragen, ist denn das meine Killzone, was soll ich denn dann machen? Jetzt brauche ich aber, hatte ich euch ja erklärt, immer mindestens ein Rigid Body. Der Asteroid selber hat kein Rigid Body, der hat nur einen Collider. Das Ding hat auch kein Rigid Body, hat nur einen Collider. Jetzt würde es nicht funktionieren. Man soll aber schon so wenig Rigid Bodies wie möglich in der Szene haben, die jetzt wirklich immer abfragen, ob jetzt was passiert. Deswegen gebe ich dem hier einen und nicht den ganzen vielen Objekten, die noch in der Welt sein können. Also Physik 2D, Rigid Body, ihm hier zugefügt. Auch er darf keine Gravitation haben, sonst haut mir das Biest ab. So, jetzt würde das ausgewertet werden. Damit es aber sauber ausgewertet wird, müssen wir ja auch irgendwo ein Skript haben, was das quasi erkennt. Und da würde ich einfach sagen, der Asteroid bekommt jetzt ein Skript. Dieses Skript will ich so schreiben, dass ich es wiederverwerten kann für alle möglichen Objekte. Also alle möglichen Objekte, die in meine Killzone fallen, sollen kaputt gehen. Und jedes Objekt, was ich neu erzeuge, kann dieses Skript bekommen. Ob Raumschiff, ob Asteroid oder sonst was. Deswegen schreibe ich nichts ins Asteroid-Skript rein, sondern ich erzeuge einfach Neues. Und das nenne ich Kill Death. Ja? Töten, getötet werden. Das kann mir nämlich auch, wenn ich jetzt gegen mein Raumschiff fahre, könnte ich jetzt dann in diesem Skript auch sagen, was soll denn passieren. Damit das Sahne funktioniert, brauche ich ja im Endeffekt erstmal nur eine unsere Funktion, ob wir denn einen Trigger berühren. Ja? Void on Trigger. Muss ich groß schreiben. On Trigger Enter. Machen wir wieder 2D, ja, ganz wichtig. Collider 2D und den nennen wir wieder Other. Hat sich ja bewährt. Wenn ich also den Trigger berühre, Enter bedeutet, ich dringe in diesen Trigger ein. In diesem Moment wird das hier ausgewertet. Es gibt noch einen On-Trigger-Stay, das heißt also, ich bin in einem Trigger drin und bin immer noch drin und immer noch drin. Und es gibt einen On-Trigger-Exit, das heißt, in dem Moment, wo ich rauskomme aus dem Trigger und bin dann nicht mehr drin, dann wird dieses Event ausgeführt. Es sind drei wichtige Events, die man alle drei nutzen kann. Wir brauchen aber nur den Moment, wo ich eindringe. Ja, und wenn das passiert, dann sage ich einfach, frage ich ab, was haben wir denn getroffen? If other.compareTag. Wir haben den Killzone genannt. Ja, wenn wir also den erwischt haben, dann gehen wir einfach kaputt. Destroy Game Object. Das ist alles. Bedeutet also, wenn ich da reinkomme, dann zerstöre ich das gesamte Game Object, wo ich als Skript dranhänge. Ja, das ist alle Komponenten sind damit kaputt. Ich kann natürlich auch einzelne Komponenten zerstören bei irgendwelchen Events. Ja, ich könnte sagen, destroy this. This ist mein Skript.
Das Skript würde jetzt zerstört werden. Will ich aber nicht, ich möchte das ganze Game-Objekt kaputt machen. Speichern. So, ist fertig. Nehmen wir das Skript, hauen das auf den Asteroid und auf den. So, dann machen wir gleich hier wieder Apply, dass diese Prefabs die Informationen für immer dabei haben. Und dann fahren wir mal durch. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn diese Asteroiden hier drankommen. Flupp, weg. Nur noch Asteroid 2 da. Flupp, weg. Sahne. So soll es sein. Jetzt haben wir also quasi geschaffen, dass sobald der Asteroid nicht mehr für uns wichtig ist, aus dem Bild raus ist, dass er gestirbt. Wo ich diese Killzone hinsetze, ist quasi egal. Ich kann die auch ein Stück höher setzen. Naja. Gut, das haben wir gemacht. Was wollen wir denn noch? Im Endeffekt soll er doch auch das Raumschiff, wenn das Raumschiff berührt wird, soll doch diese Zone auch sterben. Wäre doch vielleicht ganz cool, oder? Die Zone soll nicht sterben, sondern der Asteroid soll sterben. Jo, dann bauen wir das doch einfach hier ein. If other.compareTech Player. Ja. Was soll er dann machen? Er soll sich auch zerstören. So. Natürlich hätte ich jetzt diese Abfrage auch hier oben reinmachen können. Aber ich möchte ja vielleicht jetzt was Cooles. Ich möchte vielleicht eine Explosion dazu machen. Ja. Das würde ich dann hier drin auswerten. Und ich möchte vielleicht dem Player auch sagen, du hast jetzt Schaden genommen. Das würde ich dann auch hier drin machen. Na, gucken wir doch mal, was da passiert. Ich starte. Und der eine fliegt jetzt auf den Player. Bob ist weg. Sehr unspektakulär. Bob ist weg. Aber er ist weg. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Jetzt wollen wir mal eine kleine Explosion dazu bauen. Hä? Also dafür nehmen wir uns die große Explosion. Die habe ich, wenn ich mal hier drauf gehe, im Pixel to Units auf 100 gesetzt. Und die kleine Explosion ist auf 150, wie auch unser Schiff ist. Also die wird etwas größer, weil in einer Unit jetzt in einer Unit sind nur noch 100 Pixel drin, nicht mehr 150. Somit ist das Ganze ja größer. Also wieder alle Explosionen gepackt. Boom. Was will er denn für eine egal. Kann man auch hier noch ändern. Explosion 2. Hä? So, das ist meine Animation. Das nenne ich Explode 2. Und ich sehe gerade, das hat er ja auch mit dem Namen. Das ist nicht so schön. Da gehen wir nochmal kurz in Asteroid rein. Hier. Der soll ruhig auch Asteroid 1 heißen. Dann ist das auch schön gebündelt. Und der soll auch Asteroid 2 heißen. So, Animation, Animation. Explo. Die Explosion startet. Wumm. Ja? Macht es jetzt immer. Ist ein bisschen blöd. Eine Explosion sollte jetzt nicht loopen. Also gehen wir hier rein. Loop Time aus. Macht's. Halt. Falsch. Falsch. Wo war die Loop Time? Doch, müsste doch so sein. Loop Time. Sollte so sein. Warum macht das nicht? Machen wir erstmal Prefab von. Prefab. So. Wo habe ich denn das mit der Loop Time? Ist noch hier im Haken, deswegen. Ich muss es hier drinne. Genau. So, also, wenn ich dann in der Animation hier, nicht die hier aufgeführt ist, sondern hier in der Animation, das dann ausschalte, und das ist ein Prefab geworden, dann holt er sich das her, dann macht es einmal und ist fertig. So, diese Animation soll kommen, wenn der Asteroid
mich berührt oder wenn er überhaupt stirbt. Ja? Aber beim Berühren, das ist jetzt erstmal hier drin, hauen wir das mal rein. Dafür brauchen wir wieder eine Variable, die wir in den Inspektor hauen wir wieder was dazu. Und wir nennen das Ganze Public. Das ist ein Game Object, diese Explosion. Ja? Und die nennen wir Explo. So, das bilden wir eine Variable, die wir in den Inspektor hinzufügen können. Und wenn ich den Player berühre, muss dieses Game Object instanziert werden. Und das ist ein Befehl, der nennt sich Instantiate. Und zwar, was wollen wir? Explo wollen wir instanzieren. Explo. Wo soll das denn passieren? Ganz einfach, da wo wir gerade sind. In der Transform.Position. Nein, nicht großes Transform. Das Ding macht mich fertig. So klein. Das muss klein geschrieben sein. Und welcher Drehung sollen wir haben? Das gibt es einen Befehl von Befehl für Quaternion, Punkt Identity. Also die Ausrichtung, wie ich bin. So soll es sein. Jetzt sagt sich bestimmt einer, Mensch, wir zerstören doch erst und dann instanzieren wir. Wie kann das denn sein, wenn ich denn tot bin? Alles, was hier drinnen steht, wird zwar ausgeführt, aber erst am Ende des Frames. Ja? Es ist nicht so, dass ich, wenn ich hier jetzt zerstöre, das nicht mehr ausgeführt wird. Das wird alles noch ausgeführt, bis das Frame zu Ende ist. Ansonsten, wenn ich das so möchte, dass es sofort gestört wird, dann gibt es ein Destroy Immediately. Oder so ähnlich heißt der. Mal gucken, wie heißt der? Destroy Immediate, genau. Wenn ich sofort zerstören möchte, ohne dass der restliche Code abgearbeitet wird, dann kann ich diesen Befehl nutzen. Bietet sich aber in allerseltensten Fällen an. Lasst die Finger davon. Beste ist so, das Frame wird noch abgearbeitet, alles was im Code noch drin vorkommt, wird noch gemacht. Okay, also wenn ich sterbe, den Player berühre, dann soll eine Explosion kommen, aber nur dann. Die Explosion muss ich natürlich dem Asteroid hinzufügen. So, hier habe ich's Feld. Kann ich jetzt aus den Prefabs einlegen, ja, und beim Asteroid sagen wir gleich Prefab neu, Asteroid 2, selbe Explos 2 und gleich wieder das Prefab aktualisieren. Gut, die Explosion selber entferne ich aus der Szene, aber mal gucken, was passiert. Asteroid berührt, bam, ist weg. Genau mit dem hier, bam, ist weg. Und jetzt weiß ich auch, warum der sich eben den Loop nicht ausgeschaltet hat, weil ich im Asteroid den Loop ausgeschaltet habe, ich Idiot. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Asteroid 2. Hier habe ich den Loop ausgeschaltet. Eben gerade dreht er sich nicht. So, er dreht sich. Explosion. Geil. Der dreht sich. Explosion. Geil. Gut. Also, jetzt zerstört er sich, wenn er das Schiff berührt. Er zerstört sich aber nicht mit der Explosion, wenn er in die Killzone fällt. Das wäre ja auch Blödsinn, braucht ja keine Sau. Ne? Jetzt habe ich ja noch eine kleine andere Explosion, die nutze ich, wenn ich jetzt schieße. Noch kann ich nicht schießen, das werde ich im nächsten Teil zeigen, das wird sonst zu lang dauern. Aber die bringe ich noch mit rein. Asteroid ist soweit schon ganz gut. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen Asteroidenwerfer, der mir einfach Asteroiden immer wieder runterschmeißt. Wäre vielleicht nicht schlecht. Und zwar gucke ich mir mal hier an. Ich habe das ja mal schon mal vorbereitet. Ich kann das nicht alles aus dem Kopf so schnell. Ja, was kann man da machen? Das ist eigentlich nicht ganz so schlimm, aber dafür reicht die Zeit jetzt noch. Wir erzeugen ein leeres Game-Objekt.
Asteroidwerfer, nennen wir das mal, ja. Dieses leere Game-Objekt muss ich da oben irgendwo hin haben, oberhalb des Rahmens. Was ist denn das eigentlich hier? Ach, meine Sterne. Ja, da passt das ganz gut. Und der soll sich immer hin und her bewegen und dann immer irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt Asteroiden auswerfen. Somit braucht er ein Skript. Und das kreieren wir mal. Das können wir mal Asteroidwerfer nennen, warum denn nicht? Oder Asterwerfer. Dann habe ich ein bisschen Differenzierung zu dem Objekt selbst. Asterwerfer, so. Das kann ich ihm auch gleich hier schon geben. Und öffnen. Natürlich. Gut, was brauchen wir hier? Wir haben zwei Asteroiden, die würde ich dann auch gerne instanzieren. Und somit brauche ich zweimal Public Game Object. Und das eine nenne ich Aster 1 für Asteroid 1. Kopieren, einfügen, Aster 2 für Asteroid 2. Dann brauche ich nochmal das Game-Objekt. Ich will das einer. Ihr seht warum. Private. Machen wir das. Ich schreibe so, wie ich spreche, ne? Ihr merkt's. Private Game-Object. Das nenne ich mal wer. Ja, das ist privat. Das ist jetzt erstmal egal. Dann brauchen wir eine private boolesche Variable, die mir sagt, jetzt muss rausgeschmissen werden. Jetzt. Dann will ich eine private Float haben, die meine Zeit nimmt. Ich möchte eine private Int, das ist eine Nummer für den Typ. Das werde ich über eine Nummer generieren. Und will wissen, wann bin ich denn links, wann bin ich denn rechts dran, um das Ganze zu drehen. Das möchte ich jetzt im Code eingeben, wie weit mein Teil sich bewegen darf. Dann machen wir mal public float einmal links und eine public float rechts. So, das sind meine Dinger. Natürlich braucht unser Biest auch eine Geschwindigkeit. Speed. Ja, wir wollen mal eintragen. Ach komm, setzen wir auch schon mal auf 10. Und eine Sache brauche ich noch. Und zwar, ich muss wissen, in welche Richtung ich gerade mich drehe oder bewege. Und die nenne ich dann, das ist dann wieder ein Private. Die braucht keiner sehen. Das ist eine boolesche Variable und die nenne ich einfach nach links. Okay. In der Update sage ich. Ja, gucken. So. Wenn nicht jetzt, ja, also ich soll jetzt noch nicht rausschmeißen. Das ist noch nicht gesetzt worden. Dann mache Folgendes. Dann ist jetzt wahr. Ja, dann soll es jetzt passieren. Dann will ich wissen, was soll denn rausgeschmissen werden. Ich habe zwei Teile. Das soll zufällig geschehen. Also, random range. Typ, haben wir gesagt, ist ein Int. Ich kann ja sagen, also den ersten oder den zweiten. Dann muss ich also sagen, der erste ist mein erster. Und dummerweise bei Ints muss ich einen mehr in meinem Range haben, sonst haut es nicht hin. Denn, ja, das Ende ist 3, nicht 2. Das funktioniert nur bei Floats. Dann kann ich wirklich von 1.0 bis 2.0 machen. 1 und 3 muss ich bei Ints sagen. Also jetzt bekomme ich eine Zahl zwischen 1 und 2 raus, obwohl 1 und 3 drin steht. So, und dann frage ich auch gleich ab, if, wenn der Typ 1 ist, ja, dann ist das Game-Objekt wer, das private Game-Objekt, der Aster 1. Ja? Versteht ihr das?
oben. Das ist eine Aster 1 ist ein zugefügter Asteroid und der hier auch. Das machen wir im Inspektor. Wenn der Typ 1 ist, dann soll der rausgeschmissen werden. Ansonsten soll der andere rausgeschmissen werden. Ich übergebe also dem Game-Objekt das. Ja, also else ist dann natürlich auch dann vonnöten. Wer ist gleich Aster 2? Gut. Jetzt kommt es natürlich darum, wir brauchen eine Zeit, in der das passieren soll. Wann soll denn das Biest rausfallen? Also definieren wir mal die Zeit. Zeit ist auch wieder ein... Ja, ich gucke gerade, ob ich da in der nicht jetzt drin bin. Genau, das mache ich da. Zeit ist auch ein Random. Und zwar sagen wir einfach mal von 0,5 bis, na, von mir aus 2,5. Ja, innerhalb diesem Zeitfenster soll was rausschmeißen. So, und damit das funktioniert, wir diese Zeit auswerten und wir nicht so viel Code brauchen, starte ich jetzt einfach eine Coroutine. Start Coroutine, brauchen wir es jetzt schreiben. Raus, so nenne ich die. Ja. Und zwar, was wollen wir rausschmeißen? Das ist die Variable wer und wann. Variable Zeit. So, das soll passieren, wenn der das so macht. Gut, erzeugen wir mal hier die Coroutine. Das ist keine Void, sondern ein IE-Numerator. Numerator. Wir haben sie genannt raus. So, und Entschuldigung. Mann, habe ich eine Kröte am Hals. Und zwar, ich bekomme ja Werte. Das eine ist ein Game-Objekt. Das nenne ich Go innerhalb meiner Coroutine. Und ich bekomme ein Float für die Zeit. Ja, und das nenne ich einfach Z. Das reicht mir. Und jetzt warte ich einfach eine Zeit. Das ist ein Yield. Yield, also warten, ne? Oder aufpassen. Dann gebe ich das zurück und ich warte eine neue Wait for Seconds. Ich kann hier auch für Fixed Update oder End of Frame machen. Ich mache aber Wait for Seconds und zwar, ich will ja eine gewisse Zeit warten. Und was ist die Zeit? Das, was ich von Z übergeben kriegt habe. Er wartet also jetzt dann 0,5 oder bis maximal 2,5 Sekunden. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann wird erst diese Zeile abgearbeitet, vorher nicht. Und da instanziere ich ganz einfach das Game-Objekt, ja, was ich ja weiß, auch wieder bei Transform, er schreibt es wieder klein, ich kriege die Platte hier. Also groß, ne? Transform muss klein geschrieben werden. Transform. Gut, dass ich da einen Fehler drin hatte. Position, Komma, Quaternion.identity. Er macht es also wieder genau an dem Punkt und genau zur selben Ausrichtung, wie er soll. Und dann, weil jetzt ist ja gesagt worden, das soll ja jetzt alles passieren. Gut, das jetzt ist ziemlich lang, 2,5 Sekunden maximal. Jetzt wird jetzt erst wieder falsch gestellt. Denn dann kann hier wieder reingesprungen werden und eine neue Zeit geholt werden, ein neuer Asteroidentyp und die Coroutine gestartet werden. Das passiert hier. So, das würde jetzt schon funktionieren. Speichern wir mal. Also bin ja auch schlau. Jetzt habe ich natürlich hier was verursacht. Ach du Scheiße. Ja, ich habe jetzt hier natürlich keine Game Objects drin. Und das merkt er auch. Aber bis er das rausgefunden hat, vergeht jetzt eine gewisse Zeit. Kann ich euch mal schön ja, unterhalten. Was machen wir denn mal? So, jetzt hat er es gepeilt. Hier unten steht es drin. Jetzt kann ich auch endlich stoppen. Mein Asteroidenwerfer. Ich habe zwar hier Asteroiden drin, aber keine Game Objects. Und da machen wir natürlich jetzt unser Prefabs drauf. Einmal rein. Nochmal rein. So, jetzt kann ich starten und jetzt wird es auch funktionieren. Soll der. So, und jetzt haut ihr mir Asteroiden raus. Hoffe ich. Macht da aber nicht. Wo sind wir denn hier? Ach so, hihi. Der Asteroidenwerfer
Muss natürlich auch der Kamera untergeordnet werden, sonst flutscht er durch. Er fährt jetzt mit. Hier ist der erste geworfen worden, der zweite geworfen worden, der dritte geworfen worden. Jetzt gibt es eine längere Pause. Ja. Hier könnt ihr es sehen. Er funktioniert, er wirft raus. Jetzt wollen wir aber noch eine kleine Bewegung reinbringen, dass der nicht immer an derselben Stelle das rausschmeißt. Und das machen wir jetzt noch und dann ist auch dieses erstmal durch. Das machen wir auch in der Update. Und da fragen wir einfach ab, if nach links, ja, wir hatten diese Variable nach links definiert, wenn wir also uns nach links bewegen, dann fragen wir nochmal ab, if transform.localPosition, wir sind in der lokalen Position, Punkt x, wenn die klein größer links ist, was ich noch definieren muss, habe ich noch nicht definiert. Dann mal wieder ein Transform Translate. Transform.translate. Und zwar minus Vektor 3.write. Wir haben ja jetzt da nichts. Das Minus Plus kriegen wir jetzt hier nicht. Wir haben ja jetzt keine Variable von der unserer Eingabe, die hier plus minus ist. Deswegen sage ich von vornherein, er muss jetzt ins Minus gehen. Wieder mal Time.Delta Time und mal unserem Speed. Ja. So, das soll er machen, wenn er das noch nicht erreicht hat, das Links. Ansonsten halt. Else. Ansonsten hast du es hier erreicht. Dann ist das nach links sofort falsch. Nach links. Okay. So. Und jetzt die Bedingung, wenn wir also dann nicht nach links sind, deswegen hier. Das ist ein bisschen verschachtelt, ne? Wenn wir nach links sind, mache das. Ansonsten mache das. Wenn wir nicht nach links sind, mache. Da kann ich jetzt eigentlich hier das mal ein bisschen kopieren. Geht schneller. Copy. Was habe ich gemacht? Paste. Paste. Wenn wir in kleiner rechts sind, dann ins Positive. Ansonsten ist das war. Ja, also wir fahren nach links, das ist jetzt ist als auch wahr. Dann gucken wir, haben wir den Linksschalter erreicht? Wenn nicht, fahr rüber. Ansonsten ist nach links falsch. Und dann tritt sofort im nächsten Frame aber erst das hier ein. Alles klar, wir sind jetzt nicht mehr nach links, sondern wollen nach rechts fahren. Haben wir rechts schon erreicht? Ansonsten, wenn nicht, dann fahr. Ansonsten sag, das ist falsch. Gut, safe. Jetzt müssen wir jetzt nur noch die zwei, die will ich mal kurz einschalten, damit ich weiß, wo ich hin muss. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, von wo nach wo. Und das sehen wir ganz einfach hier oben. X minus 2 vielleicht, minus 2,7, 2,5, nehmen wir mal 2,8 und ja, 2,8. X und Y muss 2,8 sein. 2,8, 2,8. So, gehen wir ein. Asteroidenwerfer, habe ich den schon als Präfab? Ich glaube nicht. Jetzt ist er drin. Schauen wir mal. Was haben wir gemacht? Habe ich mich verschrieben? Je Nummer da raus. Was habe ich falsch gemacht? Was hat er eben gesagt? Unexpected Symbol. Warum? Warum, warum, warum? Habe ich doch hier im Komma, das passt. Floated passt auch. Habe ich hier im Komma verloren? Jo, jo, weil ich hier was vergessen habe. Was ist das? Da. Da muss es hin. Safe. Weg. Ja, dann gucken wir mal. Jo.
Die Asteroiden erscheinen, der Asteroidenwerfer bewegt sich aber nicht so richtig schön hin und her. Haben wir noch einen kleinen Fehler drin. Hey. Weil, klar, zweimal positiver Wert ist ein bisschen blöde. Das links ist ein negativer Wert. Nee. Machen wir also hier nach links ein Minus vor. Und jetzt nochmal. Jetzt zwiebelt er hin und her. Ziemlich schnell. Das ist aber cool. Dann wird der Asteroid immer an den unterschiedlichen Stellen ausgeworfen. Du weißt eigentlich gar nicht wo und erkennst auch gar nicht dieses Muster, dass er links und rechts fährt. Das ist doch ganz schlecht, das ist doch gar nicht schlecht. Sehr schön. Ja, so lassen wir's. Das würde ich sagen, die Folge ist erstmal fertig. Und ja, in der nächsten Folge können wir dann auch selber mal schießen und werden auch mal die Asteroiden zerstören und selber auch Schaden nehmen. Noch passiert ja hier gar nichts. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jetzt muss das nur losgehen.